Ganz herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde. Es ist Sonntagnachmittag. Die Regionalliga Nord, Gruppe Nord, Altona 93 empfängt Holstein Kiel zum 12. Spieltag. Und an meiner Seite heiße ich ganz herzlich willkommen die Stimme, die in Altona hier sehr bekannt ist, die man kennt. Johnny, herzlich jetzt willkommen. Übertreibt man nicht, Arne. Hallo. Ja, wir sind heute zusammen. Ich freue mich sehr. Und ich freue mich auch sehr auf das Spiel. Sehr schön. Also die Vorfreude ist an allen Ecken spürbar. Das 2G-Konzept, das hier heute das erste Mal greift, ermöglicht 2033 Zuschauer. Wir schauen uns mal um hier im Rund oder im Viereck, besser gesagt, der Adolf-Jäger-Kampfbahn. Und es ist durchaus gut gefüllt. Rund 1000 Zuschauer hatte man sich im Vorfeld erhofft. Ich denke, die sind heute hier und sie erwartet ein, wie immer, kampfbetontes Spiel. Arne, wollen wir vorher noch mal auf die Aufstellung gucken? Sehr gerne, Johnny. Ich sehe gerade, wir haben nur noch 2 Minuten. Wir fangen an mit Kiel, da kannst du, glaube ich, mehr zu sagen als ich. Ja, schauen wir uns das mal grafisch an. Holstein Kiel, die Jungstörche. Sebastian Gunkel hat folgende Formation aufgestellt im Tor. Das ist Timon Weiner, die Leihgabe von den Profis. Im Übrigen genauso wie Jonas Sterner mit der 20, ebenfalls von den Profis abgestellt heute. Und Noah Awuku, den man im Auge behalten muss. Und ansonsten Dominik Ibrahima Endure mit 4 Toren und einer Vorlage. Ein sehr, sehr interessanter Spieler. Alles andere gleich. Ich denke, Altona 93 kriegen wir auch noch in die Aufstellung. Ja, die sollten wir schnell machen. Und Johnny, da gab es eine Änderung im Tor. Ja, sehr interessant. Lorenzen, Freddy, ist jetzt im Tor. Der hat auch schon das Pokalspiel gegen Finkenwerder bestritten. Yasin Yashari damit auf der Bank. Er hat die ersten 10 Spiele bestritten. Ansonsten eine weitere Änderung, und zwar Ole Wohlers, der Mann mit der Nummer 11, rückt rein für Amel Guhua, gelb-rot gesperrt aus dem Spiel gegen St. Pauli 2. Ja, dann, die Mannschaften sind bereits auf dem Feld und der Schiedsrichter der heutigen Partie, das ist Tim Alexander Strampe, assistiert von Patrick Feier und Tom Florian Holzki. Johnny, es ist der Start der Rückrunde. Ja, vielleicht haben wir in der Halbzeit auch noch mal kurz Zeit drauf zu schauen, wie es gerade so aussieht. Wir haben das letzte Mal ja schon ein bisschen Bilanz gezogen. Am Ende sind es, so muss man es sagen, 5 Punkte, Platz 11. Aber es hätten durchaus mehr sein können. Das haben die letzten Spiele gezeigt. Oftmals Punkte in der Nachspielzeit noch liegen lassen, in den Schlussminuten wie gegen St. Pauli 2. Beschrei es nicht, Arne. Am vorletzten Sonntag hier und heute. Das will man natürlich aus Altonaer Sicht vermeiden. Gegen die sehr, sehr starken Kieler, formstark. 7 Spiele ungeschlagen, 5 Siege, 2 Unentschieden. Sie kommen mit der Empfehlung von 5 Auswärtsspielen, 3 Siegen, 1 Unentschieden und nur 1 Niederlage, Platz 2. Das ist hier und heute ein Brett, das es zu bohren gilt. Aber jetzt rein in die Partie. Altona von links nach rechts stößt an mit dem Kapitän, mit Rosin, der hier und heute die Binde trägt für den immer noch verletzten ursprünglichen Kapitän. Aber zweiter Versuch. Und Feker läuft an Position. Trent Feker, der jetzt den Ball hat. Schöner Chip auf Rosin. Und der erste Abschluss. Schön. Niklas Bär. Gumpert, Rosin. Und jetzt spielen sie es über links. Feker, der sich da mal absetzt. Gumpert, das müsste Freistoß geben aus sehr, sehr guter Position. Knapp. Wir gucken mal schnell drauf. Und die gelbe Karte für Nico Kullis.
Wir sind gerade in der Zeitlupe und können vielleicht noch mal erkennen, ob das schon im innerhalb Moor ist, nee, ganz knapp. Ja, ich würde sagen, halb Meter noch davor. Ganz knapp davor, also vollkommen zu Recht jetzt der Freistoß. 17. Minute. Rosin in die Mauer. Oh, und auch der Nachschuss bleibt hängen. Gumpert. Wow. Guter Abschluss von Noah Gumpert, der die nächste Duftmarke setzt nach seinem Solo. Und wieder die Gäste über Gouillet. Und das ist Siedschlag. Oh, das ist richtig gefährlich. 19. Minute. Beste Chance für die Gäste. Heskamp wäre rechts frei, aber Bär entscheidet sich für den Schuss. 26. Minute. Nächste Abschlusschance. Sind beide Akteure, beide Mannschaften gefährlich vor dem gegnerischen Tor? Ja, das ist das ruckzuck überspielt. Man sieht bei Altona manchmal auch, dass sich da eher eine Fünferkette schon fast bildet. Achtung. Gut durchgespielt. Siedschlag 0-1. Und da ist es passiert. 28. Minute. Gucken wir uns nochmal an. Die Jungstärche gehen in Führung. Eingeleitet von da, ja. Avuku. Kommt Lorenzen raus, kann den Ball nicht klären. Und am Ende ist es Endure, der nochmal uneigennützig ablegt. Oh, jetzt hat Wallenborn Bock. Läuft vorne durch. Ficker. Okay, okay. Nehmen wir. 31. Minute, Dren Ficker. Hat ja in der Jugend beim Hamburger SV gespielt. Dann ging es in Richtung Luzern, aber Achtung, wieder eine gefährliche Aktion. Kriegen den Ball dann nicht fest. Erst Lorenzen kriegt die Situation dann geklärt nach so einem Gestocher. Und wieder ist es Ibrima Endure. Der ist schon der Richtige, nur... Aber schon wieder. Er rückt dann immer mit ein. Und in dem Fall ist es passiert. Es ist 0-2. Genau das, was wir angesprochen haben. Und wieder ging es über die linke Seite, über Erik Gouillet. Wir gucken uns das Ganze nochmal an. Schön eingeleitet von Siedschlag. Wieder über links. Und wieder einfach, genau. 19 hat noch abgelegt. Ja, schön gespielt, kann man nicht anders sagen. Aber es ist, wenn sie jetzt unsere rechte Seite, also die linke Angriffsseite, nicht dicht bekommen, das ist langsam auffällig. Das ist wirklich ein Problem. Ficker, Rosin, Kontermöglichkeit jetzt. 4 gegen 4. Jetzt muss er spielen. Bär. Ja. Den bekommt Bär. Strafraum ist Krottke. Oh. Und das ist Rosin. Kommt nicht zum Abschluss. Das ist ganz typisch Altona. Hat da viele blaue vor sich. Ah, schwierig, ja. Gegen Carrera, der viele Zweikämpfe bestreitet. Der US-Amerikaner. Und Rosin. Nicht schlecht. Also, Pausentee in Altona. Tim Alexander Strampe bittet zur Halbzeit. 2-0 heißt es hier für die Gäste aus Kiel nach Toren von Siedschlag und Voss. Beides mal sehr, sehr schnell gespielt. Auch Altona 93 mit Gelegenheiten. Unter anderem Noah Gumpert, Niklas Bär und wie eben auch gesehen ein weiterer Distanzschuss von Feker. So, da sind wir wieder und wir haben News für euch. Arne, möchtest du oder soll ich? Ja, also wir sind hier sowieso noch am Überlegen, wie sich das taktisch darstellen könnte. Tatsächlich hast du hier gerade aus erster Hand in Erfahrung gebracht, Johnny, dass Eudel Montero, der Linksverteidiger, den Platz verlassen wird, beziehungsweise in der Kabine geblieben ist, genauso wie Niklas Bär im rechten Mittelfeld dafür jetzt neu
im Spiel bei den Gastgebern Per Mahntke und auch Dominik Akyol. Ja, und wir haben hier gerade schon wild gerätselt, ob das jetzt ein Positionswechsel ist oder ob das auch eine taktische Umstellung bedeutet. Wir hatten schon, oder du hattest schon überlegt, ob sich Mahntke vielleicht in die Innenverteidigung einreiht. Ich würde sagen, wir werden es gleich sehen. Absolut. André Wallenborn ja in der Innenverteidigung heute gestartet. Kann aber auch kann auch links in der Viererkette spielen, spielt das auch normalerweise. Deswegen, der könnte hier und heute Montero 1:1 ersetzen und auch Dominik Akyol, auch ein Stürmer mit Möglichkeiten. Ja, der wundert mich eigentlich. Der wundert mich am meisten. Also Mahntke ist natürlich, wenn er wieder erwarten doch spielen kann, eine defensive Option. Akyol, muss ich sagen, verstehe ich noch nicht. Aber das werden wir sehen. Schauen wir uns das an. Holstein, wie ich das sehe, auf den ersten Blick ohne Wechsel. Sebastian Gunkel auch nicht wirklich mit Gründen zu wechseln. Das sah ganz gut aus. Unseren Spielern mit der Rückennummer 4, Niklas Speer und die 21, Edu Silva Montero. Und dafür begrüßen wir ganz... Arbeit, keine Lücken in der Abwehr entstehen lassen wollen. Ecke sieht Schlag. Querschläger, der hat Mahntke, glaube ich, getroffen und war dann leichte ungünstig abgefälscht. Und Tor. Abseits. Und kein Abseits. Das 3-0 Holstein Kiel, Nico Kulus, wenn ich es richtig gesehen habe. Gucken wir uns doch nochmal an. Schießt der drauf, dann landet der da und dann Kulus reagiert am schnellsten. Im Übrigen, ja, da ist Bombeck noch gerade rechtzeitig da, aber jetzt das war es schon fast wieder. Also man merkt jetzt gerade, die Köpfe hängen ein bisschen, die müssen sich jetzt erstmal mental scheinbar ein bisschen erholen, sind irgendwie noch nicht richtig da, habe ich das Gefühl. Ja, guter Beginn eigentlich in die zweite Halbzeit, aber dann jetzt natürlich das 0-3, absolute Nackenschlag. Genau. Aber wir sehen zum Beispiel, wenn wir die Tabelle uns mal anschauen, wenn wir Carrera sehen mit einem schönen Abschluss und einer ebenso schönen Parade von Frederik Lorenzen. Wir sehen es an Teams wie den VfB Lübeck, den man noch am Anfang der Saison ganz oben gesehen hat. Die sind jetzt mittlerweile schon an der Schwelle zur Abstiegsrunde. Und so kann es natürlich dem einen oder anderen Team auch noch gehen, weil wenn eines irgendwie typisch ist für diese Regionalliga, dann, dass sie sehr ausgeglichen ist. Lücke im Übrigen, Südafrikaner in Port Elizabeth geboren. Krottke versucht da abzuschließen. Und das ist der neue Mann, Lukas Wolf. Kann den da nicht richtig gut klären, Mahntke. Avuku Latte. Gefährlich. Oder war es Forsten? Ball bleibt noch heiß. Noah Avuku. Konnte ich nicht auf mir sitzen lassen, Entschuldigung. Deswegen mussten wir uns das leider nochmal angucken. Und König jetzt war Distanzschuss. Und Lorenzen. Ah. Pardon, das war Jonas Sterner mit dem Abschluss. Also das ist natürlich dann schwierig. Gumpert. Wird's der Ehrentreffer, Akyol, macht's klasse, macht's gut, ist knapp vorbei. 85. Minute, da beste Aktion von Altona 93. Gumpert initiiert hat von Übersicht. Gumpert. Wunderbar. Klasse gespielt auf Akyol, der eigentlich alles richtig macht mit dem Haken. Aber wird da noch abgefälscht auch? Ich glaube nicht. Tragen jetzt ihr Team nochmal hier durch die Schlussphase. Gute Parade von Lorenzen. Und die muss er nochmal wiederholen. Der zweite nicht ganz so gefährlich. Abschluss von Philipp König. Einer, der gerne mit dem zweiten Kontakt abschließt. Da fehlt einem natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen als... Mahntke nochmal. Gute Aktion von... Gucken wir gerade nochmal drauf. Mahntke. Gumpert mit dem Freistoß. Klasse gesehen auch. Auf Wallenborn bringt ihn dann und Mahntke... Relativ frei aus 10 Metern. Mahntke, der ja Torjägerqualitäten bewiesen hat. Reicht's.
Und das jetzt hat dich Tim Alexander Strampe erhört. Er macht Schluss. Ja, 3:0 gewinnt die Zweitvertretung von Holstein Kiel hier bei Altona 93. Wünsche ich schon mal einen schönen guten Nachmittag. Das war's von mir, Arne Albrecht vom Kommentatorenplatz. Vielen Dank, Johnny. Bleiben Sie sportlich, bleiben Sie der Regionalliga treu. Machen Sie es gut. Tschüss aus Hamburg. Ciao.